Hi ihr Lieben, Amin Zadeh hier. Heute ist der internationale Holocaust-Andenken und wir legen in den alte Synagoge hier ein Andenken an den über 7 Millionen unschuldigen europäische Juden, Kinder, Frauen und Männer, die ermordet worden sind. Und dieses Jahr legen wir auch Kerze für die ermordeten 1200 Juden, die seit 7. Oktober 2023 ermordet worden sind und über 100 Leuten immer noch als Geisel genommen worden sind. Wir legen jetzt eine Kerze, ein Zeichen dafür. Und hier ist das alte Synagoge. Hier sind schon bereits Kerzen angelegt. Das macht mich sehr glücklich und wir machen auch gleich eine Kerze hier. Hier ist das alte Synagoge zu sehen. Wir müssen uns immer daran erinnern, nie in Vergessenheit, der Geist und Seele und Herz muss man das Ganze immer durchführen. Wir legen gleich eine Kerze. Alles, was man macht, muss mit vollem Geist, mit Seele und Herz sein. Ansonsten hat das Ganze keinen Wert, mein Lieben. Wir denken mit dieser Kerze, mit das Licht. Das Allerwichtigste ist das Licht. Wir denken an diese Leute. Die werden niemals in Vergessenheit geraten. Die sind immer in unsere Herzen, Seele und Geist. Über 7 Millionen unschuldigen europäische Juden vor nicht mal 100 Jahren. Und jetzt neulich, seit 7. Oktober 2023, über 1200 Leute wurden ermordet, gnadenlos. Wir legen das Licht, denken an diese Leute, die werden nie vergessen. In diesem Sinne, mein Lieben, bleibt gesund. Euer Amin Zadeh. Bis dann.